Moritz Hartmann hier. Erstmal Glückwunsch zum 4-1-Sieg heute. Was kann man denn jetzt schon mal als kleines Fazit setzen für diese, die Vorbereitung hat ja zwar schon angefangen, aber was kann man heute schon erkennen, was gut gelaufen ist? Ja, dass wir die Tore geschossen haben, ne? Auf jeden Fall. Wir hatten jetzt in der ersten Halbzeit eine Phase, wo wir nicht so gut im Spiel waren, da hat es Frauenbeck besser gemacht. Hatten im vorderen Drittel nicht so viel Ballbesitz, muss man sagen. Aber gerade in der zweiten Halbzeit haben wir dann den Ball besser laufen lassen, hatten auch mehrere Torgelegenheiten und haben dann auch noch zum Glück das eine andere nachgelegt. Das war natürlich jetzt auch eine Mannschaft, die Bezirksliga spielt, die spielt Kreisliga A noch. Da kann man natürlich gleich denken, dass sie da auch in der oberen Tabellenhälfte wieder stehen. Das wird natürlich auch dann, denke ich mal, wieder das Ziel sein, nächste Saison den Aufstieg zu packen, oder? Ja, definitiv. Also klar, das war jetzt erstmal ein erster Test für beide Mannschaften. Nach langer, langer Zeit mal wieder ein Fußballspiel zu spielen, war, glaube ich, das Wichtigste. Das Endergebnis war jetzt erstmal zweitrangig gut. Wir haben jetzt 4-1 gewonnen. Aber ich glaube, auf beiden Seiten haben noch viele Spieler gefehlt. Deswegen ist das jetzt nicht so aussagekräftig. Aber ich denke, klar, unser Ziel, unser Anspruch ist es natürlich, wieder oben mitzuspielen. Und der Aufstieg ist ganz klar das oberste Ziel. Du hast ja gerade gesagt, wir sind alle froh, dass wir nochmal auf dem Platz stehen können. Sie haben sich ja auch selbst als Profi dazu entschieden, wieder Gang runter zu fahren, in die Kreisliga zu gehen. Was war da genau der ausschlaggebende Punkt, dass Sie nach Bessenich gegangen sind? Ja, erstmal die Nähe zu meinem Wohnort. Ich habe mich hier in der Nähe niedergelassen. Der zweite Grund war hauptsächlich natürlich auch, oder eigentlich der Hauptgrund auch, dass ja einer meiner besten Freunde oder mein bester Freund hier Fußball spielt. Und über ihn ist dann das Ganze, ist der erste Kontakt entstanden. Und dann habe ich mir alles angehört und habe mir die Pläne angehört. Und dass der Verein ein bisschen was vorhat in nächster Zukunft. Und danach, nach den Gesprächen, hatte ich ein gutes Gefühl. Und so ganz komplett aufhören wollte ich jetzt auch nicht mit Fußball. Das heißt, so ein bisschen just for fun mit alten Freunden kicken, die noch ein Ziel haben, ist, glaube ich, nicht das Schlechteste.